Yes, er kommt. Oder ihr könnt auch zu einem Low Single gehen. Sieht auch sehr einfach aus, ist es aber nicht. Denn es passiert sehr, sehr viel hinter den Kulissen. Hallo Leute, willkommen bei Hybrid Boxing. Heute zu Gast Johann. Dankeschön. Er wird uns 6 Techniken im Grappling zeigen. Danke, dass du da bist und wir fangen an. So, ich fange direkt an mit einer meiner Lieblingstechniken. Das ist eine Art Duck Under. Und zwar fangen wir im Stehen an und ich habe hier den Kahlerteil. Entweder ist meine Hand an seinem Nacken oder an seinem Kopf. Er wird ganz oft diese Position spiegeln, also auch seine Hand an meinen Kopf bekommen. Das bedeutet, was möchte ich machen? Ich möchte mit meiner linken Hand oder meiner rechten, je nachdem welche Position ich gerade habe, an seinen Trizeps kommen. Ich möchte gegen ihn schieben, er drückt zurück. Ich werde das nochmal langsam machen, weil das sieht sehr simpel aus, ist es aber gar nicht, denn es passiert sehr, sehr viel hinter den Kulissen. Ich mache es nochmal langsam, ich habe hier meinen Kahlerteil, meine andere Hand, die frei ist, kommt an seinen Trizeps. Es gibt mehrere Varianten, diesen Duck Under zu machen, aber ich mache ihn sehr gerne, indem ich meinen Gegner nach vorne drücke, er presst zurück. In dem Moment, wo er gegen mich presst, werde ich einen Level Change machen. Und in dem Moment, wo ich mein Level Change mache, nur nach unten kommen. Ihr könnt ihr dann zum Rücken oder ihr könnt auch zu einem Low Single gehen. Es ist wie ihr wollt. Ganz oft habe ich sie dann hier am Nacken kompakt hier. Und das funktioniert. Sieht zwar super leicht aus, aber das Wichtigste dabei ist wirklich Timing, Leute. Ihr braucht dafür sehr gutes Timing. Und ich werde es jetzt nochmal in schnell machen. So, wir sind nochmal hier. Ich press. Er kommt zurück. Das Erste. Eine Sache, die ich gelernt habe, was ganz wichtig ist, wir stehen ja hier in unserer Ringerstellung und ihr seht ja, wie unsere Beine jetzt parallel zueinander sind. Das gibt mir eine sehr gute Chance, einen Single-Leg-Angriff zu starten. Das bedeutet, wir sind jetzt wieder hier von mir aus. Diesmal will ich aber nicht hier die Kontrolle, sondern hier. Okay? Ich packe diesen Arm von ihm und werde jetzt wieder ein Level Change machen, pushen, er kommt. Sieht auch sehr einfach aus, ist es aber nicht. Nochmal. Denn hier, ich habe hier die Kontrolle. Der Griff muss, also der Stand muss parallel zueinander sein. Ich gucke. Wenn er es nicht ist, stehe mal mit dem Bein vorne, dann sorge ich dafür, dass er es ist. Jetzt ist er. Wichtig ist, dass ihr einen sehr guten Griff habt. Wenn ihr hier keinen guten Griff habt, dann kommt er euch weg. Und auf einmal ist er dann auf euch und kann nach hinten sprawlen. Sprawl mal nach hinten. Genau, jetzt ist er auf euch. Natürlich könnt ihr hier noch rauskommen, aber das wollt ihr vermeiden. Ich mach's nochmal. So, als nächstes Double Leg Takedown. Den könnt ihr aus der Nähe machen, aber wir wollen ihn heute ein bisschen von Weitem machen. Das bedeutet, wir sind hier, wir gucken. Jetzt waren wir ein bisschen anders. Ihr habt gesehen, der stand jetzt gerade. Wir konnten ihn nicht so einfach umhauen. Jetzt machen wir es, indem wir die Richtung ändern. Wir sind hier, Bein kommt hoch, wir sind jetzt hier. Gucken nach oben, Bein kommt hoch und wir nehmen das Momentum in die Richtung. Ganz wichtig, der Gegner wird sprawlen und wir wollten nicht, dass das hier passiert. Deshalb ändern wir die Richtung und machen seine Defense damit kaputt. Machen wir gerade nochmal. Wir sind hier, wir wollen ihn ein bisschen gessen lassen. Ich weiß nicht, was kommt. Was du auch jedes Mal machst, ich versuch's auch, jedes Mal den Kopf so nah wie möglich an der Hüfte zu drücken. Auch, weil dann kann ich noch mehr Druck ausüben. Beim Single Leg müsst ihr aufpassen. Ja. Da wollt ihr auch den Kopf nicht hier außen haben, weil dann kann die Guillotine kommen. Aber hier ist es in Ordnung, weil ich gehe hier, pack ran, hoch, ändere die Richtung, kann dann ganz schnell in Side Control. Das bedeutet, ich kann auch nicht so einfach gewürgt werden, weil ich eben in Side Control lande. Als nächstes
machen wir eine einfache Guillotine. Auch eine sehr, sehr effektive Technik, gerade am Anfang. Wir sind hier. Meine rechte Hand füttert jetzt meine linke. Jetzt hier. Ich verbinde meine Hand. Komme mit meiner linken Hand drunter. Verbinde. Ich habe jetzt hier eine Verbindung. Was mache ich hier mit meiner Hüfte unter meinen Gegner gehen? Ja? Und jetzt ganz locker nach oben. Auch sehr effektive Technik. Sehr effektiv. Wie lange hast du das bei deinem Gegner gemacht im Wettkampf? Der war in manchen Positionen war der frei, da konnte ich ihn gar nicht kriegen. Aber irgendwann hat er einen Fehler gemacht, ist hochgekommen. Das hat mir dann die Chance gegeben, komplett durchzugehen. Boah. Und dann habe ich ihn erwischt. Du hast jetzt gefühlt halbe Minute den so getroffen. Der hat lange durchgeführt. Der wollte nicht. Der hatte Heimspiel, der wollte einfach nicht. So, als nächstes kannst du mal flach auf den Boden legen. Wie ihr sehen könnt, Arman liegt auf seinem Rücken. Jetzt wollen wir eine Technik aus der Mount-Position machen. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier auf ihn drauf. Das ist die Mount-Position. Ich bin über sein Bein quasi. Und jetzt, wenn es jetzt ein MMA-Fight ist zum Beispiel, ihr wollt hier Ellenbogen geben, Ellenbogen, Ellenbogen. Ihr wollt einen Arm isolieren, mit dem anderen drüber kommen, an seinen Kopf. Jetzt kontrolliert ihr mit dem anderen, schön drunter, macht hier zu. Ganz wichtig ist, dass diese Partie von seinem Arm nicht irgendwo hier oben ist, sondern hier ran geht. Nochmal, hier ran, Ziel, ihr seht schon, es war schon sehr eng. Mach's nochmal, ganz locker. Und das ist noch nicht mal die Submission. Ich zeig mal kurz. Das ist noch nicht mal die Submission. Wir kommen nur ganz locker hier hin und jetzt wollen wir hoch. Seht ihr? Und je nachdem, manche Leute können das ein bisschen länger als andere aushalten. Aber wichtig ist, dass die Schultern auf dem Boden sind. Ganz wichtig. So, als nächstes sind wir hier in Side Control. Warum Side Control? Ich bin an der Seite von meinem Gegner. Ist auch eine sehr, sehr gute Position. Eine Hand geht unter seinen Kopf und greift hier unter seinen Arm. Jetzt ziehe ich ihn zu mir ran, gehe mit meinem Körpergewicht auf ihn drauf. Okay? Ihr seht, ich lasse hier keine Luft, ist zu. Ich gehe nach oben und mache jetzt Druck. Okay? Das sind einfach Schmerzen, das ist keine Submission, das sind einfach pure Schmerzen. Das ist ein Crossface, hat unser Coach mir beigebracht. Tut einfach nur weh und während der Gegner darauf fokussiert ist, könnt ihr eure Position verbessern und in die Mount gehen. Ich zeige es euch gerade nochmal, vielleicht ein bisschen langsamer. Ich bin hier, unter seinen Arm. Ich ziehe ihn zu mir ran, Druck und jetzt komme ich hoch. Komm hoch, mach mich schwer. Und ihr könnt das Ganze noch viel schlimmer machen, indem ihr mit dem Druck auf einen Körper legt. Damit arbeite ich auch sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt will ich was anderes zeigen. Hier bin ich wieder in Mount. Okay. Ganz oft weiß ich nicht, was ich in Mount machen soll. Dann ist das Erste, was ich mache, wie beim Amerikaner von vorhin, kontrolliere ich seinen Arm, komme mit dem anderen hier rüber. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt könnt ihr wieder hier versuchen, euren Amerikaner zu machen. Ihr seht, das ist genau das Gleiche. Oder ihr zieht den erstmal hier ran. Und jetzt gibt es mehrere Sachen, die ihr machen könnt. Wie gesagt, ihr geht zum Amerikaner oder ihr versucht, den hier hinzubekommen. Step jetzt drüber, verbinde, Arm auch und dann habt ihr das. So könnt ihr euren Gegner schon ein bisschen ärgern. Wir machen jetzt aber nochmal von der anderen Seite. Versuche ich einfach hier eine Hand auf seinen Körper zu kriegen, auf seine Brust. Kopf nach oben, rüber Step. Eine Sache, okay? Hier durch. Jetzt haben wir diese Position. Das ist wie ein Triangle, nur aus der Mount. Jetzt können wir hier zumachen. Also es sind zwei Submissions auf einmal. Es ist quasi ein Triangle und ein Armbar. Je nachdem, was ihr haben wollt. Aber wenn er euch schon in diese Position lässt, schon so gut wie vorbei. Boah. Sehr gute Position. Boah, krasse Techniken. Gerade für den Anfang super. Yeah. Ja. Gerade für Anfänger. Also würde ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Meine Schulter ist fast rausgegoogelt, aber... Ja, ich hoffe, es passiert. Aber danke. Danke für die Infos. Sehr gerne. Den Leuten wird es auch auf jeden Fall gefallen. Vielen, vielen Dank. Jederzeit. Ja, wie lange trainierst du schon? Grappling, BJJ? Also auf jeden Fall schon über ein Jahr.
Wettkämpfe hast du ja auch schon. Wettkämpfe hatten wir auch schon zwei. Wir werden jetzt bis Ende des Jahres noch zwei Stück dazu machen. Wir haben am 9. Dezember haben wir die hessische. Und am 2. Dezember werde ich noch mit 7 anderen aus unserem Gym in Frankfurt antreten. Also ich freue mich auf jeden Fall. Stark. Und wir sind noch am Anfang unserer Reise auf jeden Fall. Ja. Erstmal nur Grappling. Mein erstes Ziel ist, mein Blue Belt quasi zu holen. Okay. Dass ich in Ruhe nachts schlafen kann. Und danach werde ich auch wieder weiter mit dem Striking machen. Unter welcher Gewichtsklasse müsst ihr die Wettkämpfe machen? Die sind jetzt bei 85 Kilogramm. Ah, okay. Muss noch ein bisschen mehr essen. Aber kriegen wir auch irgendwie hin. Ah, okay. Besser mehr essen als Weight Cut. Ja, keine Weight Cuts erstmal mehr machen, das habe ich hinter mir. Noch. Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, nur Ringen oder nur BJJ bzw. Jiu-Jitsu, wo sehnst du dich eher? Uff, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich BJJ auswählen, okay, weil wir da noch die Submissions dabei haben. Es stimmt, die BJJ-Leute machen nicht sehr viel Ringen. Aber ich versuche das ein bisschen zu ändern. Ich versuche sehr viel Ringen mit den Jungs zu trainieren, dass wir uns da ein paar Vorteile ziehen können. Dass wir mindestens im Stand sehr dominant sind und ja. Sieht man, ja. Ich war ja einmal dabei im Schwanenteich. Das ist echt auch. Also ganz anderes Training. Da war ich auch. Egal wie lange man Boxen oder Striking trainiert, wenn du einmal ins Training von den Ringern kommst, nochmal komplett was anderes. Echt anders. Grappling ist eine ganz andere Luft. Welt, komplett andere Luft. Heftig. Aber auch, was du jetzt in einem Jahr dich dir antrainiert hast, was für Wissen du dir aneignest, ist krass wirklich. Ja, und man lernt ja jeden Tag dazu. Ich habe ja auch meinen kleinen TikTok-Kanal, da mache ich immer Kampfvideos, rede mit allen Leuten, was gerade im Kampfsport so abgeht, und man lernt jeden Tag wirklich dazu. Das ist mehr als ein Hobby auf jeden Fall und es macht einfach nur Spaß. Aus welcher Nation kommen deine Lieblingsringer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich müsste jetzt eigentlich Aserbaidschan sagen, okay, ne? Aber ich glaube, die besten Ringer kommen tatsächlich Dagestan. Sind die besten Ringer. Also es gibt echt viele Länder, wo es gute Ringer, gute Grappler gibt. Tschetschenien haben auch sehr gut. Amerika, Iran, stimmt. Japan ist auch gerade sehr gut am Start. Das ist deine Materie, da bist du auf jeden Fall. Wenn du das sagst, dann muss das was heißen. Am 3. Dezember haben wir auch hier so ein BJJ-Seminar hier im EFC. Der das Seminar gestaltet, der soll das auch ein richtig so ein krasser Typ BJJ sein. Mhm. Du kennst ihn wahrscheinlich auch, oder? Also ich habe mich da jetzt noch nicht so reingefuchst, aber ich habe gehört, das ist der Schüler von Vitor Viana und der war ja letztes Jahr hier und da haben wir 4 Stunden lang gerollt, haben okay, echt coole Sachen gehört. Da sind sehr viele Sachen hängen geblieben, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Zum BJJ-Seminar werden wir auf jeden Fall auch ein Video drehen. Jörn wird wahrscheinlich auch ganz dabei sein. Richtig, richtig. Dazu seht ihr auf jeden Fall nächste Woche etwas. Danke, Johann, vielen, vielen Dank. Sehr gern, immer wieder gern. Wir konnten heute viel mitnehmen von der Grappling-Session. Wenn ihr noch ein weiteres Video mit Johann wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Checkt seinen TikTok ab, Black German TV. Da macht er immer geile Reactions auf UFC, MMA, BJJ-Kämpfe, Ringer-Kämpfe auch. Ist sehr interessant. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal fleißig. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.